Weiter geht's mit der NBA auf Ortspedia. Wir haben hier vier Logos eingeblendet und was es damit auf sich hat. Und die heutigen Spiele am Super Bowl Sonntag schauen wir uns gleich an. Ortspedia, the Sports Betting Community. Danke fürs Dranbleiben. Heute alle Spiele zwischen 19 und 21 Uhr. Warum? Man möchte natürlich, dass es keine Konkurrenzveranstaltungen gibt zum Super Bowl. Dementsprechend finden die NBA-Spiele trotzdem statt, aber einfach zu einer frühen Nachmittagszeit in den USA. Die vier Teams hier neben mir, die Philadelphia 76ers und Utah Jazz, das sind nach dem ersten Viertel quasi der Saison, sind etwas mehr als 20 Spiele für die meisten Teams bereits absolviert. Wir werden ja eine Saison haben von 72 Spielen, heißt also etwas vom Viertel der Saison ist bereits vorbei. Diese beiden Teams sind nicht nur Erste in ihrer jeweiligen Conference, nein, ich finde, sie sind auch absolut zwei Überraschungsteams, die bisher sehr, sehr gut performen. Das Potenzial war bereits letztes Jahr da oder auch in den Jahren davor, aber jetzt scheint es richtig ausgeschöpft zu werden. Utah, weil sie endlich zusammengefunden haben und alle fit sind. Wir haben da eine richtig, richtig geile Starting-Lineup mit Conley, mit Mitchell, mit Gobert, Bogdanovic. Dann haben wir noch Ingles, Favors, O'Neal etc. Also da geht schon was dieses Jahr in Salt Lake City. Und die 76ers, da war ja mit Embiid und Simmons bereits ein geiles Tandem-Duo vorhanden. Mit Jimmy Butler hat es zumindest von Vereinsseite nicht so funktioniert, hat auf jeden Fall zu Embiid gepasst. Tobias Harris ist immer noch da, spielt eine fantastische Saison. Seth Curry, wenn gesund, passt da auch. Und ja, das lässt sich sehen, was hier in Philadelphia passiert. Platz 1 im Osten. Hingegen die Heat und die Mavericks sind die beiden Negativüberraschungen. Wir schauen gleich auf die Tabelle und gehen das durch. Vor allem Miami als Meisterschaftssieger im Osten letztes Jahr in den Eastern Conference hat man doch mehr erwartet zum Saisonstart. Dallas sehen wir hier ganz hinten, nur noch die Timberwolves sind schwächer. Mit 6 Siegen und 17 Niederlagen bereits. Aber Dallas mit 10 Siegen und 14 Niederlagen auch fernab vom Soll. Immerhin hat Dallas nicht nur in Luka Doncic den potenziellen MVP der Saison, also er war ja bei den Buchmachern unter den Top 3 favorisiert, auch das Team an sich war Top 4. Und jetzt müssen sie mal langsam aufpassen, dass nicht die anderen Teams vielleicht an ihnen vorbeiziehen, beziehungsweise sie diese nicht mehr einholen. Klar, wir sehen hier Platz 5 bzw. Platz 4, haben auch nur 2-3 Siege mehr, aber es lässt sich leider schon eine Tendenz feststellen, dass Dallas dieses Jahr bisher nicht gut spielt. Ganz anders, die Utah Jazz, 18 Siege, 5 Niederlagen, dahinter die beiden Teams aus LA und die Phoenix Suns, die wir heute im Topspiel gegen die Boston Celtics sehen. Spurs, auch eine Überraschung aus meiner Sicht, dass die mit 13 Siegen und 10 Niederlagen auf Platz 5 sind, denn die haben sich ja nicht wirklich verstärkt. Im Gegenteil, sind vom Kader her eher noch schwächer geworden. Die Milwaukee Bucks mit über 121 Punkten pro Spiel, die beste Offensive gemeinsam mit Brooklyn Nets. Jetzt durch die neuen Big Three war das irgendwie klar, aber auf der 1 trotz einiger Ausfälle, Corona-bedingt, die 76ers weiterhin. Besonders erwähnenswert finde ich aber auch noch die New York Knicks, die wir gestern um 19 Uhr sehen konnten beim Sieg gegen die Portland Trailblazers und die mit Platz 7 und 11 Siegen, 13 Niederlagen echt gut dastehen. Toronto hat jetzt langsam aber sicher Fahrt aufgenommen, Platz 8 und die Hornets sehen wir gleich im ersten Spiel gegen die Washington Wizards. Die, schauen wir nochmal ganz kurz auf die Tabelle, nicht mehr Letzte sind, aber mit 5 Siegen, 14 Niederlagen ganz weit unten sind, haben auch eigentlich mit die wenigsten Spiele, weil am meisten Ausfälle gehabt. Sie haben nicht nur keinen guten Kader, sie haben auch Verletzungs- und Corona-Pech. Thomas Bryant ist ja mit Kreuzbandriss für die komplette Saison futsch. Was gibt es zu diesem Spiel zu sagen? LaMelo Ball, der Rookie, hat gerade ein Highscoring-Game hingelegt bei den Utah Jazz mit 34 Punkten. Washington konnte ein verrücktes Spiel gegen Brooklyn gewinnen. Lohnt sich auf jeden Fall da auch nochmal
die 30, letzten 30 Sekunden anzuschauen. Und hier bei den News, ein bisschen veraltet, aber hier Bradley Beal hat ja bei, oder ich sag's anders, ist ja ein großer Fan von Kobe Bryant, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Spieler, die die ganze Karriere beim gleichen Verein geblieben sind. Sowas stellt sich Bradley Beal auch vor, aber die Frage ist, will der Topscorer der Liga und wirklich ein begnadeter Guard jedes Jahr verlieren? Hornets auf Playoff-Kurs, also sind immer so zwischen Rang 7 bis 10, nicht vergessen. Platz 10 reicht ja noch für die Play-Ins, für die Playoffs. Sie sind hier Außenseiter, nicht ganz verständlich. Aus meiner Sicht, klar, sie haben dieses Jahr noch gar nicht gegeneinander gespielt, von daher gibt es da nicht so viel zu sagen. Verletzungssorgen haben jetzt beide Teams nicht so, zumindest ist nichts bekannt. Und wenn wir uns mal die Quoten anschauen beim Over-Under, da haben wir letzte Woche nicht so gut gelegen. Ist ja ein bisschen rauf und runter, einmal 50-50, einmal mehr oder weniger alles richtig und einmal mehr oder weniger alles falsch. Mal schauen, wie wir heute dastehen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wenn wir die Over uns anschauen, dann haben wir eine Line von 235 Punkten. Finde ich schon sehr, sehr hoch tatsächlich. Also würde ich jetzt nicht unbedingt anspielen. Einfach mal den anderen Bildschirm gelöscht. Egal. 235 Punkte, die Line interessiert uns in diesem Fall nicht. Sind mir zu viele Punkte. Vor allem für ein Nachmittagsspiel. Aber beide Teams können auch nicht wirklich verteidigen, muss man auch dazu sagen. Deshalb da eher die Hände weg. Bei den Hornets habe ich noch auf der Liste Terry Rozier, fällt tatsächlich aus. 18 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists. Das wird ein bisschen wehtun. Aber trotzdem favorisiere ich ein bisschen die Charlotte Hornets und würde hier plus 2,5 tatsächlich auf Charlotte gehen. Denn ich sehe die vom Team her doch stärker als Washington, die sehr vom Scoring leben und irgendwann kann das auch mal schief gehen. Im anderen Spiel haben, oder im nächsten Spiel, wieder um 19 Uhr, ich habe es ja gesagt, viele Spiele sind heute um 19, 20 Uhr, also perfekt eigentlich für uns Deutsche, haben wir den Spitzenreiter im Westen, die Utah Jazz, die haben 9 der letzten 10 Spiele gewonnen und dabei ein Scoring von über 120 Punkten. Die Indiana Pacers auch voll im Soll, besser als erwartet. Man muss auch wieder hier die ganze Ausfälle sehen. TJ Warren ist ja verletzt, Caris LeVert sowieso mit seiner Lunge, der ja für Victor Oladipo getradet worden ist. Die Pacers sind hier deutliche Außenseiter. Ich denke, das ist auch zu Recht so. Im Schnitt erreichen sie übrigens 115 Punkte. Wir haben auch bei diesen Mannschaften das erste Spiel gegeneinander in dieser Saison. Und wenn wir uns die Line anschauen, minus 4 ungefähr, gefällt mir eigentlich ganz gut. Minus 3, minus 4 auf die Utah Jazz. Von den Punkten würde ich auch hier lieber wieder Abstand nehmen. Die Line ist definitiv zu hoch. Beide, schauen wir uns das ganz kurz noch an, beide Teams, habe ich ja gerade gesagt, mit hohen Punkteschnitten. Das würde eigentlich dazu eher sprechen, dass man hier über 224 Punkte nimmt. Aber wenn das NBA-Leben so einfach wäre, dass man einfach die durchschnittlichen Punkte beider Teams addiert, wäre es ein bisschen zu einfach. Deshalb lassen wir mal hier die Hände weg. Utah Jazz, mein Favorit, weil das Team tief breit genug ist. Sie haben ja noch einen ehemaligen Pacer im Kader mit Bogdanovic. Also minus 3 Utah Jazz, glaube ich, kann man mal machen. Bekommt man eine gute Quote. Und ich schreibe mir das einmal kurz auf. Und dann gehen wir schon wieder zum nächsten Spiel. Dann zeige ich mir zack. Und da haben wir nämlich die New York Knicks gegen die Miami Heat. Da haben wir positiv gegen negative Überraschung der Saison. Also, die Knicks bisher auf Platz 11 im Osten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Nee, das war Platz 7 im Osten.
8-7 ist ihre Bilanz gegen Ostteams. Die Miami Heat, nicht nur insgesamt eine negative Bilanz, sondern auch gegen Ostmannschaften mit 5 Siegen und 11 Niederlagen. Nicht wirklich gut. Auch bei diesen Mannschaften haben wir das erste Spiel der Saison gegeneinander. Es gibt Gerüchte bei den Knicks, dass Derrick Rose wohl das Interesse an Derrick Rose besteht. Warum? Thibodeau, der Trainer, der den Knicks wirklich wieder Leben einverleibt hat, ist ja ein Derrick Rose-Fan. Er hat ihn ja nicht nur in Chicago trainiert, sondern auch dann nach Minnesota geholt. Und jetzt will er dann folgerichtig auch wieder nach New York holen. Ob das so klug ist, das kann ich nicht beurteilen. Von der Ferne vielleicht als Mentor, aber sie sind ja wirklich auf der Guard-Position ganz gut besetzt, muss man sagen. Zumindest haben sie da Potenzial mit Quickly, mit Alfred Payton. Die brauchen beide Spielzeit. Und wenn man Derrick Rose nicht nur in einer Trainer-Mentor-Rolle holt, sondern ihm auch 20, 30 Minuten gibt, dann tut das den Jungs, glaube ich, sogar eher weh. Denn wir haben ja auch noch zwei in der G-League hier unten, Dennis Smith Jr., den Franzosen Nicky Gleaner, wie man ihn auch immer ausspricht, und RJ Barrett, der kann, glaube ich, auch den Ball ganz gut in seinen Händen vertragen, genauso wie Julius Randle, der ja auch ganz gerne mal den Ball zumindest vordribbelt. Warum die New York Knicks als besseres Team so krasser Außenseiter ist, kann ich nicht nachvollziehen. Klar, sie haben gestern schon gespielt und ich zeige euch auch gleich noch die Verletztenliste bei Miami, denn da weiß man noch nicht, wer genau alles heute spielt. Ich glaube, wenn so bei den derzeitigen NBA-Spielen eine offizielle Line so bei 211, 212 Punkte ist, dann kann man das schon mal versuchen anzuspielen. Ich halte mich hier bewusst mit einem Tipp zurück, dafür ist mein Erfolgsrekord nicht gut genug, aber ja, 110 zu 102 würde schon die Wette zum Erfolg führen und ja, solche Ergebnisse sind ja nicht komplett unrealistisch. Meine Lieblingswette ist aber tatsächlich ein Handicap auf die New York Knicks. Doppelbelastung hin oder her, sie haben einen sehr, sehr jungen Kader, die Line bei plus 6, plus 5, absolut spielenswert. Ich traue ihnen hier auch den nächsten Sieg zu und ich zeige euch auch warum, denn wir haben einen Injury Report bei den Miami Heat. Dragic Day-to-Day, Butler Day-to-Day und die anderen sind jetzt nicht so wichtig für das Team der Miami Heat. Also da kann man schon mal überlegen, wenn da einer oder sogar beide ausfallen, dann würden die Quoten wahrscheinlich sogar noch in die andere Richtung gehen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Heat plus 6 auch so Potenzial hat, durchzugehen, wenn Dragic und Butler spielen würden. Ich kann mir auch einen Sieg der Heat vorstellen, denn die sind richtig, richtig gut eingespielt und Back-to-Back ja, aber sie haben Heimspiel und so ein Sieg gegen die Portland Trailblazers dürfte doch eher Selbstvertrauen bringen. Um 20 Uhr geht es dann weiter mit, man kann sagen, dem Top-Spiel dieses Tages. Die Phoenix Suns empfangen die Boston Celtics, Celtics auch leichte Außenseiter. Glaube ich, macht Sinn. Auch hier haben wir wieder das erste Spiel der beiden Mannschaften. Und wer fehlt bei Boston? Jaylen Brown. Da fehlen dir gleich mal 26 Punkte. Topscorer bei den Celtics ist jedoch Jason Tatum. Der ist dabei. Wir haben Daniel Theis. Wir haben Marcus Smart. Das ist trotzdem immer noch ein richtig, richtig gutes Team. Auch wenn wir sehen, dass sie in den letzten 5 Partien dreimal als Verlierer vom Platz gegangen sind. Dafür gab es erst vor kurzem einen wichtigen Sieg gegen die LA Clippers. Und bei den Suns läuft es wirklich rund. Sie haben den mehrwöchigen Ausfall von Devin Booker ganz gut kompensieren können. Booker Topscorer wie eigentlich auch die letzten Jahre mit 23 Punkten. Aber jetzt ein Fun Fact oder ein beeindruckender Fact für die Phoenix Suns. Sie haben 7 Spieler, die mindestens 2 stellig punkten. Das fängt bei Booker an mit, wie gesagt, 23 und hört bei Dario Saric mit 10 Punkten auf. Dazwischen sind noch Crowder, Powell, Ayton, Bridges und ich glaube noch einer, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall
eine sehr potente Offensive. Trotzdem machen sie, glaube ich, nur so 109 Punkte, kassieren 107. Also bedeutet, sie sind auch in der Defensive ganz anschaulich. Schwieriges Spiel. Ich freue mich drauf. Kommt ja auf The Zone heute als ausgewähltes Spiel. Glaube ich, kann man sich richtig drauf freuen. 217 Punkte die Line. Einen richtigen Tipp habe ich zu diesem Spiel nicht. Ich habe Boston schon jetzt mehrere Spiele gesehen. Von Phoenix war das für mich tatsächlich das erste sein. Deshalb freue ich mich in erster Linie drauf. Und dann schauen wir mal, was passiert. Persönlich gehe ich eher mit Boston. Glaube aber tipptechnisch, dass Phoenix das Ding daheim machen wird. Schauen wir mal, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die Sacramento Kings dürfen dann auch wieder um 21 Uhr zum letzten Spiel des Abends nach L.A. zu den L.A. Clippers. Bei den Clippers fallen Paul George, Patrick Beverley beide aus. Kawhi Leonard mit 26 Punkten und über 50% Trefferquote, wieder eine bärenstarke Saison. Bei den Kings verteilt sich alles so ein bisschen. Sie waren ja auch relativ erfolgreich. 4 der letzten 5 Spiele gewonnen, 3 in Folge. De'Aaron Fox mit 22,5 Punkten und 6,5 Assists. Glaube ich, eine sehr, sehr coole Saison. Man erkennt ihn ja fast gar nicht mehr wieder, seitdem er eine neue Frisur hat. Aber was sagt uns das zum Spiel? Funny Fact bei den Sacramento Kings, sie haben 11 Siege, 11 Niederlagen, 11. Platz. Da, wenn die Trinkspiele machen, glaube ich, dass sie richtig viel Grund zum Trinken haben. Die Sacramento Kings haben eine plus 9 und wir haben gerade gesehen, das Team ist on fire, das Team ist jung, wild, motiviert. Auf der anderen Seite haben wir die LA Clippers, die ohne George und ohne Beverly gehandicapt sind. Eine von den Ergebnissen her gute Saison spielen, aber sehr natürlich bei so einem Kader von Leonard und auch Mo Williams abhängig sind. Sacramento Kings plus 9 finde ich eigentlich wirklich eine gute Wette. Einfach weil die Clippers jetzt auch nicht so das Team sind, die gerne die Underdogs aus der Halle schießen. Da sind ja so die Milwaukee Bucks eher so der Fall, die dann ganz gerne dieses Spiel auch wirklich mit 10 bis 20 Punkten gewinnen. Davon abgesehen hat Sacramento sicherlich auch Außenseiterchancen. Ich glaube aber mehr an einen Clippers-Sieg. Denke kein Value, minus 9 nicht. Kings plus 9 finde ich einen rundum gelungenen Tipp. Und schauen wir mal, ob es so kommt. Dann würde ich jetzt nochmal gerne zusammenfassen und ich bin auch auf eure Meinung gespannt. Bitte lasst doch ein Like da, Kommentar. Schaut ihr den Super Bowl, freut euch auf die NBA. Ich auf jeden Fall schon, weil hier nochmal zusammengefasst, wir haben 5 Spiele und die starten um 19 Uhr. Charlotte Hornets gegen Washington Wizards. Hier ist unser Tipp. Charlotte plus 2,5. Indiana Pacers gegen Utah Jazz. Hier glaube ich auf einen Sieg der Jazz. Wer möchte, kann es auch mit einem Handicap von minus 3 spielen, um die Quote ein bisschen aufzufrischen. New York Knicks gegen Miami Heat. Da hat die Heat die viel bessere Quote, also ist der Favorit in dem Spiel. Bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Deshalb nehmen wir lieber die Außenseiter, die New York Knicks mit einem Asian Handicap von plus 6 oder den Spread von plus 6. Bei Phoenix gegen Celtics freuen wir uns auf ein Top-Spiel, wissen nicht, wie es ausgeht, haben da überhaupt nicht so eine richtige Tendenz, deshalb eher die Finger davon. Und dann geht es um 21 Uhr weiter mit Kawhi Leonard und den Los Angeles Clippers, die sich hoffentlich, wenn es nach meinem Tipp geht, schwer tun werden gegen die Sacramento Kings. Die haben 3 Siege in Folge, kommen ein bisschen in Fahrt und könnten das Spiel knapp gehalten. Und da sagen wir Kings plus 9. Von daher, meine Lieben, freut euch auf einen schönen, entspannten Sonntag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und falls ihr Super Bowl-Fans seid, dann wünsche ich euch eine wunderbare, spannende und lange Nacht. Bis nächsten Sonntag oder zum Fußball.